Herzlich willkommen bei Verlorene Tunnel. Der Chaos-Trupp war zuletzt bei einem Dienstraum in dem Tunnel zwischen der Station Zarizino, der Kantimirovskaya. Und da befindet ihr euch jetzt. Norbert hat sich einen Rucksack gepflegt und auch seine erste Waffe erhalten. Die Schrotpistole. Richtig geiler Scheiß. Freu dich drauf, die zu benutzen. Ist schon cool. Und jetzt seid ihr dran. Ich streiche meinen Baum über die Blätter. So, und habt ihr die Haare. Nein, Leute, lasst uns mal weitergehen. Ja, okay. Ja, Jungs, wisst ihr noch, Lev, da wo deine Weste kaputt gegangen ist gerade? Vor drei Minuten. Das war so schön. Ja. Ich war so richtig nutzlos, nutzvoll. Ja, also dann lasst mal weitergehen, oder? Ja. Ja. Ach, nach einiger Zeit im Tunnel kommt ihr so langsam Richtung Station Zarizino an. Es sind keine Kontrollposten da und auch nicht weiter erleuchtet. Einzig und allein. Nur Lev hat eine Taschenlampe, gell? Ja, die ich auch in der Hand habe. Die du in der Hand hast, da wäre ich von ausgegangen jetzt. Es beleuchtet nichts und ihr kommt einfach an der Station Zarizino an, wirklich ohne große Vorwarnung. Da scheint nicht irgendwie was zu leuchten. Ihr seid jetzt in der Station, so am Eingang, wo die Tunnelstation, dort seid ihr jetzt. Wir sollten vielleicht mit Lev gehen, der hat ein Licht. Das sieht ziemlich dunkel hier aus. Also ja. Wir mal in die Station, oder? Ja. Also ihr seid jetzt auf dem Gleis und lauft relativ entlang. Lev lässt mal so seine Taschenlampe so ein bisschen rumschweifen. Und du siehst schon auf den Bahnsteigen, da liegen einige zerstörte Zelte und Holzbauten. Das ist irgendwie kaputt. Also die haben bestimmt mal gestanden. Jetzt liegen sie aber. Surprise, surprise. Leute, ja, ist irgendwas passiert, wir sollten uns mal ein bisschen umschauen. Ich gucke mich um, ob irgendwo noch ein Alternativweg ist. Alternativweg, du meinst woanders lang? Ja. Also nicht weiter geradeaus den Tunnel in die Richtung, genau, wie ihr wollt. Ja, genau. Es geht den Tunnel. Wenn du einmal über den Bahnsteig gehst, könntest du das andere Gleis wieder in dieselbe Richtung, wo du herkamst, gehen. Und in denselben Tunnel. Es ist jetzt nicht direkt offensichtlich zu sehen, dass es irgendwo anders weitergehen würde. Und ich meine, es ist ja auch ein Tunnel. Geht oft nur in eine Richtung. Ja. Aber während du dich so auf dem Gleis umschaust, ohne Licht, stolperst du fast über so ein paar Zelte. Aber du hast kein Licht, du kannst dich nicht groß umsehen, meine ich damit. Ich wollte nach meinem Baum greifen. Okay, also du stellst sicher, dass dem Baum nichts passiert. Warte, bin ich hingefallen? Nein, du hast sichergestellt, dass dem Baum nichts passiert. Ich gehe mal mit der Lampe rüber zu Norbert und guck mir die Zelte an. Ich würde sagen, meinem Baum geht's gut, alles okay. Ja, und liegt da irgendwas, das man brauchen könnte bei den Zelten? Ja, ihr drei seid jetzt gemeinsam bei so den Zelten und verbrannten Sachen. Ihr merkt, die Sachen sehen wirklich verbrannt aus, also sie sind verkohlt, stellenweise richtig schön schwarz. Aber es liegt auch schon eine relativ dicke Schicht an Staub drüber. Also hier, das, was auch immer hier passiert ist, ist wohl von einer gewissen längeren Zeit passiert. Ich mache eine Durchsuchenprüfung. Da gib mir eine Sekunde, ich würfel erstmal aus, welche, was für Gegenstände ihr jetzt erstmal erhaltet. Da dürft ihr euch drauf freuen. Lev gräbt aus fünf Spitzpfeile, findest du. Noch eine weitere Schrotpistole. Okay. Und Schnürschuhe. Also Schuhe, einfache Schnürschuhe. Und mit der Durchsuchenprüfung, da werfen wir jetzt mal. Mal sehen, ob du noch was Besseres findest. Nein, tut er nicht. Kappe. Also Lev schaut sich mal genauer um. Und ich brauche deine Wahrnehmung, deine Initiative und dein Durchsuchen. Wahrnehmung 6, Initiative 10 und Durchsuchen 10. Okay, und Durchsuchen 10. Charisma. Ja. Dann werfen wir das mal. Irgendwas, was dir das Ganze erleichtert? Also die Taschenlampe gilt nicht. Nicht glücklich. Also eine Lupe oder so, das würde es dir erleichtern. Oder wenn ihr gemeinsam sucht, aber dann gilt die Prüfung halt für euch alle. Dann kann nicht jeder einzeln werfen. Ja, dann beteilige ich mich. Ich beteilige mich auch. Dann gebe ich euch eine Erleichterung von 4. Weil ich denke, das klingt plausibel. Das sieht ganz gut aus. Wir haben hier einen kritischen Erfolg. Ich möchte kurz meinen beiden Jungs und meinem Baum auf die Schulter klopfen, beziehungsweise aufs Blatt. Aufs Blatt. Also, Lev findet es mit seiner Taschenlampe.
zieht er da etwas raus. Ein Python-Revolver. Findest okay. du. Also denselben, den Martin hat. Geil, die kann ich den Doodle-Wielden. Akimbo-Style. Ja, kannst du. Das System gibt's jetzt auch neu. Die kannst du doodeln. Und da sind auch noch 3 Schuss drin. Dann würde ich den ganz gern nehmen. Ich habe ja auch die Munition. Oder hat jemand von euch Munition für den? Nein, aber ich möchte kurz erwähnen, es ist ein ganz schnickes Teil, was du da jetzt hast. Dankeschön. Dein Baum übrigens auch. Danke. War die Schrotpistole, hören die eigentlich viele Arme? Die Schrotpistole, du untersuchst sie und du siehst, ein Schuss ist drin, eine Schrotkugel. Hier, Norbert, du kriegst auch Erkenntnis. Ja, nee, ich hab... hat jemand... kurze Frage, hat einer von euch beiden ein bisschen Tape? Was? Hat einer von euch ein bisschen Tape, also irgendwie Tesafilm oder Panzertape? Nö. Nein. Hat jemand Kleber von euch dabei? Nope. Nein. Okay, aber wenn wir jetzt Tesafilm oder irgendwas finden, gib mir das, dann klemme ich mir meinen Baum auf den Rücken kleben. So einmal du hast doch so Akimbo, weißt du, so Akimbo-Gangster-Style. Also, ich würde es dir sogar erlauben, du kannst den Baum in den Rucksack tun, allerdings, wenn du dann irgendwie, du kannst den Baum dann nicht wirklich gut schützen, wenn er da auf dem Rucksack ist, aber du könntest ihn reintun. Ja, nee. Du musst dir das so bildlich vorstellen, wenn wir Tesafilm gehabt hätten, hätte ich gesagt, ja, ich versuche mir meinen Baum auf den Rücken zu kleben. Ich hätte mir jetzt Tesafilm so um den Bauch komplett herumgewickelt, weißt du, was ich meine? Das sieht nämlich richtig cool aus. Na, okay, aber sonst, nee, okay. Okay. Wie viel war in dem Python nochmal drin? 3 Schuss, also 357er, 3 Schuss. Okay. Die 5 Pfeile, hat die wer mitgenommen oder die Schuhe? Die, sind die besser als meine jetzigen Schuhe? Was hast du denn für Schuhe? Schuhe. Nein. Die vom ganz von Anfang. Dann sind's genau dieselben. Hättest dir mal ein paar Kampfstiefel kaufen können. Aber so, das ist so. Wir hatten Kampfstiefel, die habe ich Martin gegeben. Oh. Jo, ja. Stimmt. Ja, da hast du ein paar schöne Kampfstiefel. Die gehen halt in Nahkampf tauschen. Hm? Martin, willst du Schuhe tauschen? Ich habe hier ein ganz gutes Paar. Nein. Okay, ich möchte handeln. Lev. Martin? Mhm. Gib dir einen Rubbel für deine Schuhe. Ja, den Rubbel, den kannst du vergessen. Und ein Revolver. Nö. Verdammt. Ich hab doch schon 2. Hättest aber so noch einen so quer in den Mund nehmen können. So. Ab. Die Pfeile sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht sind sie auch noch ein. Das waren 5. 5 Pfeile verbraucht ein Slot, die kannst du. Also 5 Pfeile, aber nicht ins Oberteil, die musst du schon ins Unterteil oder Rucksack. Rucksack hab ich nie. Der Rucksack hat jetzt übrigens auch ganz neu ein Kleinscheißfach. Das ist jetzt nicht so relevant, aber wenn ihr anderen Kleinscheiß nicht im Oberteil haben wollt, könnt ihr den Kleinscheiß jetzt in einem Kleinscheißfach im Rucksack. Ich pack den Rubbel in das Kleinfach. Shit. Kleinscheißfach. Also macht dafür einfach nur eine Zeile neben dem Slot, wo du halt einfach im Rucksack die normalen Gegenstände rein hast. Du hast ja einen kleinen Rucksack. Achso, ne, ich hab das jetzt unter dieses XXX geschrieben. Ja, das geht auch, mach. Solange du weißt, dass es Kleinscheiß ist. Außerdem heißt der Rubel. Aber sag weiter Rubel, das klingt lustig. Ich hab hier noch 2 Pfeile, die gebe ich dir. Ja, danke. Also hast du jetzt insgesamt 7 Pfeile, gehe ich mal von aus. Okay. Ich frage, ob ich so einen Pfeil haben darf. Darf ich einen haben? Kannst du damit was anfangen? Ich habe einen sehr muskulösen Oberarm. Also nein. Ja doch, den werfen. Naja, zustechen kann man damit immer noch. Da werfen. Na dann, hier nimm einen. Okay. 6 Pfeile. Nice. Danke. Verbraucht aber bei dir auch 1 Slot, logischerweise. Okay. Warte, habe ich jetzt 2 bekommen? Ein. Hast du dir eigentlich die Schrotpistole aufgeschrieben, die Lefty gegeben hat? Achso, ja, die muss ich mal noch im Rucksack packen. Ja, das ist wäre eine Maßnahme. Du kannst dir übrigens auch die... Ich empfehle dir, die Schrotpatrone in dein Unterteil zu stecken, weil da kommst du dann besser ran. Weil sonst müsstest du sie im Kampf logischerweise von woanders ziehen. Oder schreib, nee, warte. Das natürlich auch tun, weil ich bin ein treuer Videogucker von dir und weiß, dass es einen Aktionspunkt kostet. Ja, genau. Aber tu es ins Oberteil, weil es verbraucht keinen Platz im Unterteil. Ja, nicht gerade. Okay. Was macht der sonst noch so? Sind da noch irgendwas? Ja. Du läufst so ein bisschen durch die Gegend, lässt Lichtschein. Du trittst mit dem Fuß gegen einen verkohlten Gegenstand, der unter so einem Zeltding liegt. Ich tue erschreckt zurück, erschreckt,
erschrecken? Du erschreckst eine Leiche. Das war kein Gold, das war Gold. Ja, mein Gott, okay. Es ist wirklich eine Leiche. Ja, es ist eine Leiche, die da drunter liegt. Erkennst du jetzt an dem Bein? Oh Gott, ich sag, Son Goku, da ist eine Leiche. Also, ich gehe an die Leiche und durchsuche die, ob die irgendwas Brauchbares bei sich trägt. Ich sag dabei, du Leichenschänder, schäm dich, du Schänder. Also, ich leuchte Martin. Du ziehst die Zeltplane, unter der die Leiche liegt, weg und erkennst, die Leiche ist halt ziemlich geil verbrannt. Also die Kleidung ist schon komplett mit dem Körper verschmolzen und es ist auch nicht wirklich, es ist eine ziemlich verbrannte Leiche. Lecker. Also du kannst jetzt einen Stunny mir machen, aber ansonsten findest du da nichts. Und das Bein essen? Ist das Fleisch denn schon durch? Boah. Das Fleisch ist durch, aber ein bisschen älter. Nein, dann lasse ich das mal lieber. Erinnerst du dich, überall ist Staub? Ziemlich leer. Da ist auch Staub drauf. Naja, aber wenn der so durch ist, dass er Beef Jerky ist, dann bleibt er lang frisch. Der ist nicht so gegart worden, glaube ich, wie Beef Jerky gegart wird. Auf diesem Kanal. Okay, na dann. Genau, jetzt direkt verlinken zum Video. Das ist doch Chicken Wings, ne? Naja, Chicken Wings gibt's überall auf meinem Kanal. Das ist jetzt Cross Media, nennt sich das. Boah, ey, aber ich bin der krasseste. Scheiße, mein Kuchen. Was? Norbert ist auch mein treuester Fan. Oh ja. Weil also, Leute, ich sehe, hier gibt's nichts mehr auf der Station. Gehen wir weiter, oder? Das weißt du doch nicht. Du ja. Gibt es denn noch etwas? Also, ihr habt euch jetzt schon ziemlich gut da umgeschaut. Ihr findet noch zwei weitere Leichen, aber ansonsten nicht wirklich irgendwas. Die sind ähnlich im Zustand wie die andere und nicht wirklich mehr was von Wert sein. Ihr wollt halt so verbrannte Holzstücke mitnehmen. Gibt es an der Station irgendwelche Betriebsräume? Willst du dich auch mal richtig, richtig krass genau umschauen? Ja. Okay, ich spule das mal ein bisschen vor. Du schaust dich halt mit der Lampe um. Ich gehe jetzt mal davon auf, ihr anderen beiden geht mit. Ja. Ja. Okay. Du schaust dich um, durchsuchst wirklich alles, die komplette Station. Also, aber du merkst schon bei den ersten Räumen, das wurde auch offenbar relativ gründlich geplündert. Also, die Sachen, die ihr da gefunden habt, sind wirklich die einzigen. Ansonsten nur noch so richtig Glowbob-Shit. Verbranntes Holz, Eisenstangen. Nichts mehr wirklich von Wert. Also auch ein Feuerzeug, verdammt. Ein Feuerzeug findet ihr jetzt nicht. Verdammt! Das hättet ihr gern gehabt, ja? Dann nehme ich verbranntes Holz und fange an, das Feuer bohren. Feuer bohren mit verbranntem Holz? Ja, wir brauchen endlich Feuer. Okay, dann werfen wir mal. Feuer machen, was hast du? Also wir brauchen Feuer machen, Initiative und Intelligenz. Nee, warte. Kann ich dir dabei helfen? Initiative und Wahrnehmung. Ja, Feuerborn ist jetzt wohl auf jeden Fall leichter. Ja, das gebe ich dir einen Bonus von 2. So, ich habe gedacht, ich muss meine Werte jetzt vorlesen. Okay. Also, Martin, deine Werte. Feuer machen habe ich die optimale Voraussetzung von 0. Mhm. Was brauchst du da noch? Dann brauche ich noch die... Warte, kann ich nicht das Feuer machen? Ja, dann helfe ich dir, Norbert. Also umgekehrt. Ja, genau. Okay, ja, ist kein Problem. Also Initiative, Wahrnehmung und Feuer machen von dir jetzt dann. Initiative 5, Wahrnehmung 6 und Feuer machen 2. Warte mal, ich mach das mal lieber. Okay. Also, Feuer machen 3. Dann helfen wir dem alle, okay? Okay, Feuer machen 3. Initiative 10 und Wahrnehmung 6. Okay, gut. Und die helfen dir beide. Du kriegst trotzdem nur einen Bonus von 2, weil sonst wird es hier zu suppig. Also zu viel Suppe. Also ich stelle mir die Situation jetzt so vor. Martin nimmt so das Ding, dann nimmt Norbert das Ding. Und dann sagt er, jetzt geht doch mal weg, was den Profi machen hier. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Ja. Also ihr nehmt ein Brett und noch ein anderes Brett, das irgendwie verkohlt ist und ja, Reibung. Reibung. Warte kurz, wo? Ich möchte ein bisschen zum Zunder, sag ich jetzt mal. Mhm. Ich habe ja noch einen alten Besen, einen Holzbesen, der wahrscheinlich Holz. Der Stroh hatte, ne? Der hat noch Stroh. Norbert, du hast doch irgendeine brennbare Flüssigkeit, hattest du doch. Genau! Ich geb dir einen Lappen.
da träufeln wir ein bisschen was von der Flüssigkeit drauf, dann wäre astrein entzündet. Also ich sag's euch mal so, die erste Prüfung war jetzt nicht erfolgreich, ihr könnt es natürlich weiter probieren. Und den ganzen Sachen gebe ich euch eine Erleichterung. Sagt mir nochmal, was ihr alles benutzt. Ja, pass auf. Meine Idee war jetzt, wir haben Holzbesen, dass da immer Stroh unten drin ist. Ja. Dass wir davon was nehmen. Mhm. Von meinem Spülmittel, was halt sehr... Was hatte ich schon mal? Ja, okay, das ist hochentzündlich, das ist klar. Hochentzündlich. Da gebe ich dir einen großen Bonus. Also das da drauf ein bisschen tropfen und das dann in einen Lappen einwickeln. Mhm. Genau. Und dann das als Zunder nehmen. Okay. Also da gebe ich euch mal einen Bonus von 10, weil ich nett bin. Bam, und weil das auch ziemlich gut hinkommt. Also mit den ganzen, wenn man schon Benzin hat, dann ist Feuerborn ein bisschen einfacher. Ist ja eine reaktionsfreudige Flüssigkeit. Dann werfen wir mal. Lev macht seine Zunderbewegung. Er zundert, Funke. Und der Lappen fängt Feuer. Und ihr habt jetzt einen brennenden Lappen, der am Boden liegt. Dann legen wir schnell kleine Ästchen drauf. Also kleines Holz, kleine Holzstückchen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr dafür den restlichen Besen hernehmt. Oder? Liegt ja nicht noch verbranntes Holz, was wir benutzen können. Ja, wir also haben, da liegt doch reichlich Holz rum, oder? Da liegt Holz rum, okay. Ja, dann benutzt ihr das. Okay, dann... Zunder. Das Feuer wird ein bisschen größer. Und spendet auch Licht. Und Wärme. Ich werde meinen Baum ein wenig vom Feuer wegstellen und sagen... Mir wird warm ums Herz. Ja, das wollte ich schon sagen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal Leute. Feuer. Norbert hat noch den Besen. Lasst uns auch versuchen, eine Fackel zu basteln, die ein bisschen länger hält. Ich hole meinen Besen aus dem Rucksack, stecke meine Pistole in mein Hosenfach. Mhm. Ja, in dein Hosenbund halt. Ja. Mein Baum steht ja erst auf dem Boden. Ich nehme meinen Besen und halte ihn so... vorne rein, weißt du, ich mal so ein bisschen so in dieses kleine... Also du willst den Besen ohne irgendwas zu einer Fackel machen? Nein, das ist eine schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir nehmen uns ein paar Lappen und noch ein bisschen Holz, was da rumliegt und noch was von dem Benzin und basteln aus dem Besen eine Fackel, die nach Möglichkeit etwas länger hält, damit wir für den nächsten Weg durch den Tunnel Batterie der Lampe sparen können. Genau. Das ist eine gute Idee. Ich hab 4 Lappen, die gebe ich dir. Ich hab auch noch ein paar Lappen und ich hab Lumpen. Das ist dasselbe. Norbert baut sich mit Hilfe von 2 Lappen. Wer auch immer die sich jetzt rausstreichen mag, darf sie sich rausstreichen. Ich kann mit dir rausstreichen. Okay, dann Martin, darfst du deinen behalten. Eine schöne provisorische Fackel. Muss ich jetzt dann das Benzin sozusagen auch rausstreichen, weil es ja mittlerweile eigentlich... Du hast nur ein bisschen was verwendet und die Lappen brennen. Nur ein paar Tropfen. Und die Lampen brennen relativ gut. Das musst du jetzt nicht wegtun. Okay, alles klar. Okay, du hast jetzt eine Fackel. Die darfst du dir in deine Hand nehmen. Nehme ich in meine Hand? Obwohl, in die Hose würde ich mir nicht stecken. Kann oder? Jemand von euch nehmen? Ich habe Angst, dass mein Bauch anbrennt. Und Martin, nimmst du sie? Ja, ich kann sie nehmen. Okay, ich zück meine Pistole wieder. Das war's dann wohl mit Akimbo für Martin. Dann. Problem. Ja, okay. Jetzt habt ihr eine schöne provisorische Fackel. Lev, deine Lampe ist noch an. Willst du sie ausschalten? Ja, die mach ich jetzt aus. Okay, du machst deine Lampe aus. Und ich nehme mir 2 Stücke Holz und jeweils 2 Lappen und mach mir 2 Fackeln in Reserve. Also nicht angezündet? Nein, und auch noch nicht geträufelt. Also nur, ich nehme nur die Stöcke und wickel die Lappen rum. Okay, dann schreibt dir Fackeln auch in dein Inventar, die brauchen jeweils einen Platz. Norbert, schreib hinter deine Fackel noch angezündet, dann ist das besser. Ich hab die Fackel jetzt in der Hand. Achso, ja. Dann Martin, schreib du dir rein angezündete Fackel und 2 nicht angezündete Fackeln. Jeweils einen Inventarplatz. Doch, wir haben die angezündet. Ja, die einen. Die angezündet. Aber nicht alle 3, oder? Martin, alle 3 angezündet? Nein, wir haben meinen Besen. Den Besen haben wir jetzt angezündet. Oh. Der so aussieht wie jetzt... Ich denke mal, der ist dann oben irgendwie so richtig dick und bunt und so ein bisschen. Also... Die Fackel in meiner Hand brennt jetzt noch nicht. Nein, noch nicht. Doch, eine Fackel brennt auf jeden Fall. Ja, eine Fackel brennt. Das ist dieser bitter Besen, der brennt. Okay. Den wir auch als Fackel umgebaut haben. Ach so, okay. Ja, dann sollten wir uns jetzt beeilen, dass wir loskommen. Ich finde, wir sollten uns beeilen, dass wir jetzt loskommen. Warte, ich habe noch eine leere Konservendose. Und man, wie ich weiß, kann man Glut in einer leeren Konservendose ganz gut transportieren. Deswegen packe ich da noch Glut rein.
Okay, von dem Feuer, was du hattest, ist noch so ein bisschen Glut übrig. Die so schnell wird das wohl nicht ausgebrannt sein, oder? Nee, da ist noch Glut übrig. Das brennt okay. Sogar noch so ein bisschen. Also du kannst es in die Dose tun, mit einer Hand. Oder wie willst du es in die Dose bekommen? Ich tue mein Rasiermesser dafür ein bisschen. Nein, dein Rasiermesser. Ich nehme in die eine Hand mein Jagdmesser, in die andere Hand die Dose. Dann lege ich das so auf den Boden. Ist kein Problem, und schiebe das so rein. Das ist machbar. Liegt da ein Brett mit Nagel? Nein, aber ein Nagel, wir haben ein rostiger und ein Brett. Wir sollten zu sehen, dass wir loskommen. Die Fackel wird ganz kurz. Hat jemand von euch irgendwas Hartes, wo man was mit reinschlagen kann? Ich habe eine Axt. Wir müssen jetzt aber los, die Fackel hält nicht lange. Das war sowieso, okay, ich nehme mir einen Nagel und ein Brett mit und plus meinen Rucksack. Okay, du nimmst einen Nagel und Brett bloß in deinen Rucksack. Viel Spaß dann, finde ich sehr. Okay. Warte, kann ich den Nagel auf dieses Kleinscheiß? Ja, ne? Ja, der kannst du ins Kleinscheiß tun, den Nagel, ja, das gut. Ist kein Ding. Okay. Können wir denn jetzt endlich weiter? Verlasst ihr die Station? Lass weitergehen. Ja. Ihr verlasst die Station Cerizino